ist diese Debatte eine Standortbestimmung. Und wenn man sie zusammenfassen will, das Gehörte, dann bleibt gegenwärtig eigentlich nur hängen. Sarah Wagenknecht liest die Slogans der CDU-Plakate vor, wahrscheinlich, weil die ihr besser gefallen als die eigenen. Dietmar Bartsch sagt, er würde für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, unterschreiben. Und lieber Herr Bartsch, Sie müssen das nicht unterschreiben. Wenn Sie diesen Satz richtig finden, müssen Sie CDU oder CSU wählen. Bei den Grünen hat Herr Özdemir über Innovation versucht zu sprechen und sich dann über Sitzheizungen lustig gemacht. Und lieber Herr Özdemir, ja, wir müssen dringend darüber reden, was wir tun müssen, damit die Welt im 21. Jahrhundert noch deutsche Autos kauft. Und diese Autos müssen so innovativ und so modern sein, mit alternativen Antrieben, dass die Welt sie wirklich haben will. Aber war es auch, Rückgrat unserer Volkswirtschaft ist der Mittelstand, ist das Handwerk, sind die kleinen innovativen Unternehmen. Und deswegen ist Ihr Vergleich ziemlich daneben geraten, denn der Weltmarktführer für Sitzheizung ist ein deutscher Mittelständler mit 4.000 Arbeitsplätzen in Deutschland und in Europa. Und auch das Elektroauto, da bin ich mir ziemlich sicher, wird noch eine Sitzheizung haben. Bei der SPD, da muss ich sagen, ich verstehe ehrlich gesagt, warum so viele Bürgerinnen und Bürger ratlos sind, wenn sie sie im Wahlkampf beobachten. Sie reden über Bildungspolitik und Frau Schwesig schickt ihr Kind auf eine Privatschule. Sie reden über Abrüstung und sind sich aber selber nicht klar, was sie jetzt eigentlich wollen. Und da wir jetzt beim Zitieren sind, ich lese es Ihnen gerne noch mal vor, was Martin Schulz gesagt hat. Er hat gesagt, die Experten sagen ja, zwischen 3 und 5 Milliarden braucht die Bundeswehr jährlich mehr. Ja, unbedingt, sollten wir tun. Und im selben Interview wiederholt er auf Nachfrage noch einmal diese Position. Da sagt er mit Blick auf die beiden Verteidigungspolitiker der SPD, das sind ja die Experten, die auch mich beraten, Herr Arnold und Herr Bartels, also unsere Verteidigungspolitiker, die mir sagen, zwischen 3 und 5 Milliarden für die Bundeswehr mehr pro Jahr, das ist das, was wir brauchen, ganz klar. Und Sie müssen sich eben irgendwann entscheiden. Regierung und Opposition in einem, das funktioniert nicht. Und lieber Herr Gabriel, dass Sie so relativ entspannt sind, liegt vielleicht auch daran, dass Sie ganz froh sind, dass Sie relativ weit von Ihrer Fraktion wegsitzen da drüben auf der Regierungsbank. Ansonsten bleibt festzuhalten, nur die Redner der Unionsfraktion oder die Minister der Union haben über die Zukunft gesprochen. Sie haben nur Vergangenheitsbewältigung betrieben hier in den drei Oppositionsfraktionen. Und deswegen will ich Ihnen sagen, was die Menschen erwartet, wenn sie am 24. September CDU oder CSU wählen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass Bildung und Forschung ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist. Denn der Etat des Bundes ist ein Rekordetat. Wir haben noch nie so viel für Bildung und Forschung ausgegeben wie aktuell. Wir werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten um 15 Milliarden. Wir werden beginnen mit dem Abbau des Solis. Wir werden an der soliden Haushaltspolitik und der schwarzen Null festhalten. Gerade heute können Sie die Meldung lesen, dass Deutschland für Investitionen ein sicherer Ort ist. Und das liegt auch an unserer Finanzpolitik. Wir werden in moderne Technologien investieren, ein Glasfasernetz flächendeckend in Deutschland schaffen, den 5G-Standard einführen und ausbauen. Und wir werden die Familien entlasten auf eine bisher nicht dagewesene Art und Weise mit dem Kindergeld, mit dem Baukindergeld, mit dem Kinderfreibetrag und mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch im Grundschulalter. Wenn Sie diese konkreten Dinge nehmen, dann ist das das eine. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden auch über die großen Linien, über Haltung, über grundsätzliche Überzeugung. Und auch da unterscheiden wir uns ja teilweise. Nicht in allen Fragen, aber doch in mancher. Und wenn die Welt heute auf unser Land schaut, wenn wir selber auf unser Land schauen, dann können wir feststellen, im Jahr 2017, vor 100 Jahren war unser Land mit dem Rest der Welt im Krieg, vor 75 Jahren war unser Land mit dem Rest der Welt im Krieg, vor 50 Jahren war unser Land geteilt und besetzt, und heute ist dieses Deutschland ein Ort der Demokratie, des Rechts und der Freiheit. Und viele sagen, Gott sei Dank sind die Deutschen so, wie sie sind. Und darauf können wir stolz sein, und das hat übrigens was mit Politik zu tun, mit der Politik von Konrad Adenauer über Helmut Kohl bis heute zu Angela Merkel.
Und wir sollten deswegen bei allem Streit in der Sache über die ersten genannten Punkte, Kindergeld etc., können wir immer gerne streiten, ob das das Richtige ist. Wir sollten aber mal aufhören, und Sie machen das alle permanent in diesem Wahlkampf, unser Land schlechter zu reden, als es ist. Es ist das beste Deutschland, das es je gab, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Debatte haben. Man kann sich noch mal ein Bild machen. Wir reden über die Zukunft, über das, was Deutschland braucht, um weiter erfolgreich zu sein. Und Sie arbeiten sich an Ihrer eigenen Vergangenheit ab. Und darüber können die Menschen am 24.09. abstimmen. Ich bin zuversichtlich, Sie stimmen klug und richtig ab. Abschließende Rede.